Hallo ihr Lieben, hier wieder bei Anjas Gartenreich. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Tja, ihr Lieben, heute möchte ich euch zeigen meine ganzen Arbeiten, die ich jetzt im Herbst hier mache. Das heißt, heute habe ich wieder meinen Einsatztag und ich möchte heute so viel wie möglich Erdbeersenker rausmachen, abmachen und verpflanzen. Das werde ich euch zeigen. Das heißt, wie ich meine Erdbeeren selber vermehre, wie ich sie pflege und auch wie ich sie pflanze. Und dann natürlich noch ein bisschen was von der Ernte und natürlich auch die Aussaat. Das heißt, ich versuche meine Beete auch im Winter mit einer sogenannten Zwischenfrucht zu bestücken. Das heißt, ich sehe jetzt zum Beispiel Asiasalate, Wintersalate, Posteleien, Endiviensalate und ja, alles Mögliche noch ins Beet aus, sodass ich im Winter auch etwas auf meinem Beet stehen habe und das Beet nicht leer ist. Das heißt, entweder ich mulche meine abgeernteten Beete ordentlich mit altem Heu, sodass der Boden schön bedeckt ist und vom Frost geschützt ist, oder ich sehe nochmal eine neue Saat ein und das ist auch immer das Beste. Das habe ich euch ja schon ganz oft gesagt, ein bewurzelter Boden ist immer der gesündeste Boden und das mache ich jetzt und das zeige ich euch natürlich in diesem Video. Also seid gespannt und bleibt dran. Die beste Pflanzzeit für Erdbeeren ist ja bekanntlich der August. Jetzt ist es September und ihr seht schon, meine Erdbeeren sind absolut zugewuchert und das liegt an dem vielen Regen, den wir hatten. Und dadurch haben die Erdbeeren wirklich ganz, ganz tolle Senker gemacht. Und die Senker, die kann man natürlich gut daran erkennen, dass sie praktisch an der Mutterpflanze dranhängen. Das heißt, die Mutterpflanze ist die große, starke Pflanze, die ihr im Vorjahr oder schon vor mehreren Jahren gepflanzt habt. Und daran hängen jetzt diese kleinen Senker, diese kleinen Jungpflanzen. Und sobald die kleinen Jungpflanzen Wurzeln gebildet haben, also diese, die ihr hier seht, die hat noch mini kleine Wurzeln, die würde ich vielleicht noch an der Mutterpflanze lassen und die Wurzeln noch ein bisschen stärken und kräftigen lassen. Aber sobald die schon wirklich eingewurzelt ist, könnt ihr diese Jungpflanzen rausmachen und könnt sie natürlich an andere Stelle setzen. Als Unterpflanzung für meine Jungbäume und auch meine Stauden möchte ich hier noch ein paar Erdbeeren einbringen. Und deswegen ja, versuche ich erstmal die Beikräuter alle so halbwegs zu entfernen. Ich habe halt sehr viel Spitzwegerich, der sich hier ausgesamt hat. Und auch Gras natürlich muss immer weg. Das ist ganz wichtig, weil es ziemlich invasiv ist. Und natürlich auch die Ackerwinde. Und so mache ich mir die Beikräuter erstmal alle raus. Und dann habe ich wieder Platz, um dort eben meine Bodendeckerstauden, eben wie zum Beispiel die Erdbeeren, einzubringen. Und dann mache ich mir einfach die Senker raus und pflanze dann die Senker einfach an Ort und Stelle, dort wo ich sie hinhaben möchte. Was halt noch wichtig ist, ist, dass man eben diese Senker nicht zu tief eingräbt. Das heißt, in der Mitte hier seht ihr das Herz und das Herz sollte immer rausschauen, sodass auch wieder neue Blätter nachwachsen können. Ja, mit meinen Erdbeeren werde ich noch eine ganze Weile zu tun haben und ich denke mal, das wird sich bei mir noch bis in den November, Dezember mit dem ganzen Verpflanzen hineinziehen. Das heißt, ich mache immer kleine Schritte, immer mal ein bisschen was und dann ist die große Fläche auch irgendwann fertig. Ja, und die Tomaten mussten nun doch letztendlich weichen, denn die Braunfäule, die hat hier wirklich kräftig zugeschlagen und ich war da sehr dankbar, dass Daniel mir die ganzen Tomatenpflanzen rausgeholt hat, genauso auch aus dem Gewächshaus. War echt schade, da hingen noch wirklich viele dran, aber wenn dann die Braunfäule einmal auch an den Früchten ist, dann hat es keinen Sinn mehr und jetzt ist wieder Platz.
Und dieser Platz wird natürlich jetzt wieder verwendet und da möchte ich euch jetzt zeigen, wie ich dieses Tomatenbeet jetzt neu eingesät habe. Und jetzt seht ihr schon, jetzt lockere ich erstmal mit der Grabegabel ganz grob einfach den Boden. Ihr wisst ja, ich gärtnere ohne umzugraben und dafür lockere ich jetzt erstmal den Boden und bereite mir das Saatbeet vor, indem ich halt auch die Beikräuter erstmal wieder entferne und dann geht's weiter. Ja, die Beikräuter bekommen bei mir natürlich immer die Hühner, ganz klar. Die brauchen viel Grünzeug und ihr seht schon, die haben auch schon meine Kürbispflanzen im Hühnerauslauf ordentlich weggeknabbert. Die haben die wirklich buchstäblich aufgefressen und es geht dann echt schnell. Da waren ja erst Junghühner drin, jetzt sind ja die Alten mit dazu. Und diese Gruppe von ungefähr 15 bis 20 Althühner, also ältere Hühner, die sind auch gerade viele in der Mauser, deswegen sehen die ein bisschen ramponiert aus. Aber ja, die machen dann, die brauchen schon echt ordentlich Grünzeug. Und ihr seht schon, die Fläche ist jetzt richtig schön feinkrümelig, das heißt so richtig schön humoser Boden durch das Nicht-Umgraben und dadurch, dass ich ja auch immer Kompost da drauf packe, finde ich, ist der Boden schon richtig schön feinkrümelig und richtig schön humos geworden. Genauso wie ich mir das vorstelle, genauso wie das sein soll. Stichwort regenerative Landwirtschaft, also den Boden versuchen aufzubauen und nicht nur zu berauben sozusagen. Und jetzt ziehe ich mir ganz einfach meine Saatrillen und kann dann auch schon einsehen. So, in diesem Beet habe ich jetzt also Spinat eingesät und ja, das war schon vor 2 Wochen und der ist jetzt schon schön gekeimt. Und hier in diesem Beet mache ich nochmal genau dasselbe. Hier links seht ihr eine Gründüngungsmischung, die habe ich mittlerweile auch schon runtergeschnitten und als Mulch verwendet. Da ist Buchweizen mit dabei, Sonnenblumen sind mit dabei. Und hier seht ihr, wie schön feinkrümelig ja auch dieses Beet ist, weil ich es schön gemulcht habe. Und im Vergleich mal dazu, wie unser Boden normalerweise aussehen würde, nämlich so hier, total verschlemmt und komplett lehmig. Hier hinten seht ihr auch eine Gründüngungsmischung. Da habe ich Winterleguminosen eingesät. Die ist schon schön aufgelaufen. Das habe ich schon im August gemacht. Und hier seht ihr nochmal, wie unser Boden normalerweise aussehen würde. Also richtig sandiger Lehm ist das. Ziemlich, also so schlecht ist er nicht. Aber ihr seht schon, er ist eben ziemlich fest obendrauf. Also richtig hart eben. Und wenn da so ein Starkregen kommt, dann fließt das Wasser halt auch mal schnell ab. Und und durch den Mulch, den ich halt hier drauf mache, ist mein Boden jetzt eben auf den Beeten, die ich jetzt schon länger bearbeite, eben schön feinkrümelig. Zur Aussaat von Wintergemüse verlinke ich euch hier einfach nochmal meinen Blogartikel und da stehen nochmal alle möglichen Sorten drin, die ihr auch jetzt noch aussehen könnt. Ihr könnt natürlich keine Riesenernte mehr erwarten in diesem Jahr, aber dafür habt ihr dann schon sehr zeitig im nächsten Frühjahr auch schon Grünzeug, vor allen Dingen eben Rucola oder Endiviensalate, eben Salate, die auch recht winterhart sind. Thank you.
Ja, ihr seht schon, ich pflanze und sehe auch im September noch recht viel. Das heißt, ich hatte ja im August noch mal rote Beete ausgesät und daneben habe ich jetzt einfach noch ein bisschen Pak Choi und verschiedene Asiasalate gepflanzt, ein bisschen Endiviensalat. Und ja, und dann habe ich halt auch von den Zucchinis und auch vom Mangold die ganzen alten Blätter abgeerntet. Vor allen Dingen die Blätter mit dem Mehltau drauf oder eben die krank waren. Und die bekommen dann halt immer die Hühner oder ich tue die einfach in Hühnerauslauf auf den Komposthaufen. Ja, und so hat man eigentlich auch im Herbst noch jede Menge zu tun. Ich fange dann auch bald an, die Stauden ein bisschen runterzuschneiden, obwohl ich das eigentlich immer gerne die Stauden noch stehen lasse über den Winter, damit sich da einfach noch ein paar Insekten drin aufhalten können und überwintern können. Ja, das sind halt so Sachen, die ich halt gerne mache im Herbst. Und ihr seht, es gibt immer reichlich zu tun. Der September ist wirklich der erntereichste Monat und ihr seht schon das ganze Fallobst, das will alles verarbeitet werden. Und auch hier der leckere Blumenkohl aus dem Garten, frisch paniert mit unseren eigenen Eiern. Es ist so lecker, ganz einfach gebraten in der Pfanne, so essen wir den wirklich am liebsten. Dazu gibt es unsere eigenen Kartoffeln, wir konnten dieses Jahr 1,5 Zentner schon ernten. Ein paar sind noch im Beet, eigenes Pesto, Basilikumpesto aus dem Gewächshaus, Birnenmus in Massen. Apfelmus in Massen, Kohlrabi, jeden Tag kommt irgendwas aus dem Garten auf den Tisch. Hier seht ihr ein riesiger 20 Liter Topf voller Apfelmus. Apfelmusgläser habe ich eingekocht, wie verrückt, schon 20 Stück und Birnenmus und unsere eigenen Zucchini-Puffer mit Eiern. Also es ist wirklich ein Erntesegen, kann man wirklich sagen. Und meine Arbeit macht sich wirklich langsam bezahlt. Und das ist natürlich echt toll. Ja, ihr Lieben, das Gewächshaus ist jetzt schon so gut wie leer. Das heißt, wir haben ja wirklich alle Tomaten rausgeholt, denn auch hier hat die Braunfäule leider überhand genommen und es hat einfach keinen Sinn mehr gemacht, denn die Nächte werden jetzt auch kälter und es mögen die Pflanzen einfach nicht so gerne. Und die ganzen Pilzkrankheiten, die gewinnen dann und gewinnen immer mehr an Oberhand und dann ja, ist es halt einfach zu spät. Was hier jetzt noch wächst, das riesige Teil hier hinter mir, ist noch ein Partisan-Kürbis. Der ist halt einfach nur riesengroß gewachsen und ein bisschen Mangold, Basilikum steht noch. Und ich werde dann hier auch die Beete wahrscheinlich alle richtig schön sauber machen und dann halt auch Posteleien und verschiedene andere Salate noch einsehen, sodass der Boden auf jeden Fall über den Winter schön bestellt ist, bedeckt ist und wir dann im zeitigen Frühjahr auch schon wieder viel Salat ernten können. Und ich habe hier jetzt noch einen Großteil meines Saatguts liegen. Das wollte ich euch eigentlich noch zeigen, denn es ist jetzt halt auch die Zeit noch, das letzte Saatgut zu ernten. Das heißt Ringelblumen, Angro, die, was habe ich hier noch alles drin? Zum Beispiel Mutterkraut und auch die, meine allerliebste Lieblingsmalve, die mauretanische Malve. Da habe ich jetzt eben noch Samen abgenommen davon. Ist halt alles Handarbeit. Aber ich wollte jetzt auch schon mal ankündigen, dass es wahrscheinlich ab November auch in meinem kleinen Samenshop wieder Samen für euch geben wird und dass ich mich natürlich immer riesig freue, wenn ihr etwas aus meinem kleinen Samenshop kauft. Damit unterstützt ihr natürlich unser Projekt und auch unsere Videos.
Also wenn ihr das gerne wollt, dann schaut da gerne mal rein. Ich verlinke euch den hier unten und da könnt ihr einfach mal schauen. Aber ich werde es wirklich erst ab November anbieten, weil ich jetzt noch so viel Arbeit habe und ich muss dann natürlich die ganzen kleinen Samentütchen packen und das dauert natürlich auch dann immer seine Zeit. Ja, und so zeige ich euch jetzt hier einfach nochmal so ein paar, so ein paar Samenschüsseln von mir. Und natürlich muss ich mein Saatgut auch noch reinigen. Das mache ich halt meistens mit so kleinen Sieben oder ich puste es einfach aus. Manchmal ist es echt schwierig, gerade wenn auch der Salatsamen so extrem fein ist. Ihr seht hier diese kleinen hellgrauen Teile, das sind die kleinen Salatsamen und alles, was so hier noch an braunem Zeug dran hängt, das sind die Samenkapseln. Die müssten halt dann noch ausgepustet werden. Das ist halt immer eine ziemlich aufwendige Arbeit, aber es ist auch sehr meditativ und ich mache das eigentlich sehr gerne. Ja, ich hatte ja dazu auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben nochmal. Und da könnt ihr sehen, was ich alles für Samen teilweise nehme natürlich und wie ich das mache. Und da gibt es eine ganz kleine Anleitung, wie ihr vielleicht auch euren eigenen Samen nehmen könnt. Ja, und weil man das hier gerade schon wieder sieht, dass hier schon wieder so ein Ausbüchshahn rumrennt. Das heißt, das ist ein kleiner Sulmtaler Hahn, der immer noch ausbüchst. Und der Fuchs war bisher nicht wieder da. Das heißt, die drei Male, wo er wirklich da war, die sind jetzt passé. Ich habe aber gesehen, dass er gehumpelt hat und vielleicht ist er ja an seiner Verletzung irgendwie gestorben oder was. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war er bisher nicht wieder da. Und ich danke euch wirklich für eure vielen Tipps und Ratschläge, die ihr mir über die Kommentare und auch in den E-Mails geschrieben habt. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja, das wollte ich einfach nochmal loswerden. Das war mir ganz wichtig. Und ich möchte auch eine kleine Verlosung machen. Und zwar möchte ich ein paar kleine Bäumchen verlosen. Bei mir sind einige kleine Walnussbäume aufgegangen. Und ich möchte die natürlich nicht einfach entsorgen, sondern ich dachte mir, vielleicht hat ja jemand von euch Interesse. Ihr müsst natürlich nur wissen, dass diese Walnussbäume mal riesengroß werden. Das heißt also, die gehören wirklich zu den Großbäumen und die können auch sehr, sehr alt werden. Also wenn ihr ganz viel Platz habt und im hintersten Eck eures Gartens oder vielleicht auch in der Mitte als Solitärbaum, einfach Platz habt, dann schreibt mir gerne und dann schreibt einfach in die Kommentare Hashtag Walnussbäumchen und dann sende ich euch den, dann verlose ich das im nächsten oder übernächsten Video und dann sende ich euch den auf jeden Fall wurzelnackt in einem Tütchen und im Oktober aber erst und dann müsstet ihr den praktisch sofort einpflanzen und dann sollte das kein Problem sein. Das mache ich gerne, also überzählige Pflanzen tue ich natürlich meistens hier irgendwo unterbringen, aber bei solchen Großbäumen wird es dann langsam schwierig. Wir haben ja schon drei Walnussbäume und das reicht uns wirklich zu. So, jetzt da ihr meinen ganzen Garten kennt, von vorne bis hinten im letzten Video, kann ich euch gerne nochmal verlinken, habe ich mich einfach mal hier auf unsere kleine Hollywood-Schaukel gesetzt und ich wollte euch noch was ganz Tolles zeigen. Und zwar habe ich meine Veredelungen bekommen. Ich hatte euch ja gesagt, dass ich ja meine ersten Sorten veredeln lassen habe. Das heißt, drei verschiedene oder vier verschiedene Sorten. Eine Birne, eine uralte Birne, die ich leider nicht weiß. Aber die ist so lecker und das ist wirklich eine Sommerbirne. Also die ist schon sehr zeitig reif und ist auch nicht lagerfähig. Man muss die sofort verarbeiten oder essen und die ist wirklich so, so lecker. Und der Baum ist schon uralt. Und deswegen dachte ich mir, es wird jetzt wirklich höchste Zeit, diese Sorte zu erhalten und weiter zu veredeln. Und das habe ich gemacht, also mit den ersten drei Sachen hier und habe im Januar, glaube ich, habe ich hier Reiser geschnitten von der Birne und auch vom Laxton Superb, einem ganz leckeren Apfel und außerdem noch vom gelben Köstlichen, das ist eine alte DDR-Sorte, ein Apfel. Und ja, und die habe ich weggeschickt zur Baumschule Eggert und die haben mir die veredelt. Und jetzt sind meine Veredelungen angekommen. Die veredeln die und dann pflegen sie sie bis zum nächsten Herbst und dann bekommt man praktisch die schönen jungen Bäume zurück und das sieht dann so aus. Hier
kann man ganz gut sehen, dass hier die Veredelungsstelle ist. Das heißt, das ist hier die Unterlage, die kann man sich aussuchen, je nachdem, ob man einen stark wachsenden Baum möchte, der halt eher Richtung Halb- oder Hochstamm geht, oder eine eher schwach wachsende Unterlage, die eher Richtung Buschbaum geht oder sogar ein Spindelbaum. Und je nachdem wird die Unterlage ausgesucht und dann wird das Edelreis, was man eben einschickt, darauf veredelt und eben dann hier zu so einem schönen kleinen Jungbaum herangezogen. Und man sieht, dass mein Edelreis hier richtig gut ausgetrieben ist, Blätter gemacht hat. Und ich bin total zufrieden, also ich bin richtig happy, muss ich sagen. Und jetzt hier zum Beispiel seht ihr den Laxton Superb, einer meiner Lieblingsäpfel. Und der ist richtig schön angewachsen und den werde ich natürlich bald pflanzen. Und ich denke, zum Pflanzen werde ich euch bestimmt wieder mitnehmen und werde euch dann zeigen, wie ich diesen Apfelbaum pflanze. Und ich werde auf jeden Fall den auch gleich mit Baumscheibe pflanzen. Und das zeige ich euch dann wieder, denn ich pflanze halt immer gerne noch zusätzliche Kräuter oder nützliche Stauden wie den Beinwell mit in die Baumscheibe eben hinein, um eben den Baum zu stärken. Am besten ist es immer, wenn man auch noch irgendwas mit reinpflanzt, was Stickstoff auch noch ansammeln kann, wie zum Beispiel den Klee, also den Rotklee mit in die Baumscheibe hinein. Aber dazu habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht, das kann ich euch auch noch mal hier verlinken. Und zwar heißt das, glaube ich, Unterpflanzungen für Obstbäume. Und das werde ich dann mit euch bestimmt mal machen, einen Obstbaum pflanzen und eine Baumscheibe dazu anlegen. Denn ich habe jetzt hier insgesamt, glaube ich, 6 oder 7 Bäume, die wieder gepflanzt werden müssen. Und da kommt bestimmt noch mehr dazu. Das heißt, ja, ich liebe das eigentlich, denn ich teile mir das Jahr natürlich immer auf. Das heißt, im Sommer hätte ich gar keine Zeit zu pflanzen. Und ich denke auch, der Sommer ist einfach keine gute Zeit, um zu pflanzen, weil es da oft trocken ist und die Pflanzen da wirklich zu tun haben, wirklich in die Puschen zu kommen. Und deswegen pflanze ich wirklich sehr, sehr gerne im Oktober und November. Das finde ich persönlich die beste, allerbeste Pflanzzeit, denn die Pflanze hat wirklich richtig schön Zeit einzuwurzeln bis zum Frühjahr, bis sie dann eben wieder austreibt. Und deswegen pflanze ich generell meine Bäume fast immer nur in den späten Herbst bis in den Winter hinein, bis Dezember, Januar. Und im März höre ich dann eigentlich so langsam wieder auf. Da pflanze ich dann ab und zu noch ein paar Stauden um. Das mache ich gerne im März. Und dann konzentriere ich mich wieder im Sommer und im Frühjahr natürlich komplett auf die einjährigen Pflanzen. Und so ist es halt, wird es nicht zu viel, weil ich ja auch immer von euch höre, Mensch, wie schaffst du das alles und so weiter. Ich habe mir da halt jetzt so eine Art Struktur überlegt. Das heißt, im Herbst kümmere ich mich um die Gartenstruktur und um die mehrjährigen Pflanzen. Und im Sommer kümmere ich mich eigentlich nur um die einjährigen Pflanzen. Und so habe ich halt nicht alles auf einmal, sondern das geht dann so eben etappenweise. Und so wird es auch nicht zu viel, denn im Sommer hätte ich einfach überhaupt keine Zeit, mich noch zusätzlich um irgendwie Baumschnitt und so eine Sachen zu, ja, das würde einfach nicht gehen, weil ich ja auch noch die ganze Verarbeitung von den Früchten habe. Und natürlich, desto mehr man natürlich dann pflanzt und anbaut, desto mehr Früchte hat man und desto mehr muss man natürlich auch verarbeiten. Und die Verarbeitungszeit geht ja ungefähr ab Juni los. Da kommen die Erdbeeren, fängt es an mit der Erdbeermarmelade und den Erdbeeren einfrieren und so weiter. Dann kommen schon bald die Sommerhimbeeren und die Johannisbeeren vor allen Dingen. Und dann kommen die Stachelbeeren und so geht das natürlich immer weiter. Und dann später natürlich auch der ganze Kohl. Und wenn man dann noch Sauerkraut machen will und dann noch vielleicht einkochen möchte und für den Winter eben einen Vorrat anlegen möchte, wie ich das ja auch praktiziere und auch immer weiter in diese Richtung gehen möchte, ist das schon sehr viel Arbeit im Sommer und da bleibt auch gar keine Zeit, sich mehr um andere Sachen zu kümmern, außer die Verarbeitung und die Pflanzen dann am Leben zu erhalten, wenn es nicht regnet.
und natürlich die einjährigen Gemüsepflanzen sich darum zu kümmern. Und deswegen bin ich auch ein Fan davon, so viel wie möglich auch eben Bäume und Sträucher anzulegen, weil die pflanzt man nur einmal und wenn man eine gute Struktur hat, wenn man die gut mulcht und dann auch im Winter wirklich mit Mist versorgt und so weiter, kann man auch von diesen Beerensträuchern, von den Bäumen so viel ernten, dass man da auch schon sehr viele Nahrungsmittel für sich und seine Familie gewinnen kann. Und nicht nur auf diese einjährigen Gemüsepflanzen angewiesen ist. Und das finde ich halt eine super Kombination. Ja, und in dem Sinne habe ich jetzt wieder viel geredet. Ich hoffe, ich langweile euch nicht mit meinen ganzen Reden. Ich rede manchmal sehr gerne über solche Sachen, weil für mich das einfach super Sinn macht und ich das total toll finde. Tja, und jetzt wird es bald dunkel und jetzt kümmere ich mich mal um die Tiere. Ich höre nämlich schon die ganze Zeit, dass die ersten Hühner schon in den Stall gehen. Das ist für mich immer ein Zeichen, dass es bald dunkel wird. Und ich muss natürlich noch alle Kaninchen versorgen und das dauert immer eine Weile. Und deswegen sage ich jetzt erstmal Tschüss und bis zum nächsten Video. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen hoch und schreibt mir gerne einen netten Kommentar unten rein. Darüber freue ich mich immer sehr und es motiviert mich auch und baut mich auch sehr auf und motiviert mich auch sehr, weiterhin für euch auch Videos zu machen und euch auf meine Reise oder auf unsere Reise hier mitzunehmen. Also bis dann. Tschüss.